Als Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim freue ich mich, dass wir in diesem Jahre 30 Jahre Partnerschaft mit unserer Partnerstadt Hohenstein-Ernsthal feiern können. Als unsere Vorgänger am 3.10.1990 den Partnerschaftsvertrag unterschrieben haben, haben sie sich bestimmt nicht gedacht, dass wir so lange eine so tolle Partnerschaft haben und vor allem auch feiern können. Mit dem Feiern ist es dieses Jahr bzw. mit unserem 30-jährigen Jubiläum leider nicht so gut gestellt. Corona hat uns die persönlichen Begegnungen verboten bzw. eingeschränkt. Deswegen feiern wir digital. 30 Jahre Partnerschaft zwischen zwei Städten, die ja nicht unterschiedlicher sein könnten. Unterschiedlicher? Nein, es sind die Gemeinsamkeiten, die uns in den letzten 30 Jahren verbunden haben. Sei es der Rennsport, sei es aber auch die Gemütlichkeit und vor allem auch die Gastfreundlichkeit, die einerseits in Hockenheim gelebt wird, andererseits, die wir auch aber immer in Hohenstein-Ernsthal erfahren durften. Ich bedanke mich bei allen Ehrenamtlichen, die die letzten 30 Jahre an dieser Partnerschaft mitgearbeitet haben. Und ich fordere Sie auf und bitte Sie, machen Sie weiter, arbeiten Sie weiter in einer Partnerschaft, damit Hohenstein-Ernsthal und Hockenheim das nächste Jubiläum dann in einer persönlichen Begegnung feiern können. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Hockenheim, Ihr Markus Zeidler. Vielen Dank.